Oberen Fürstalm eignet sich besonders für Familien mit kleinen Kindern und größere Gruppen, da der Aufstieg nur mäßige Steigung hat und nicht zu lange ist. So ist keiner überfordert und die Hütte bietet zahlreichen Gästen Platz. Mitte März taut die Sonne schon kräftig die schneebedeckten Bäume ab. Dennoch liegt überall noch sehr viel Schnee. Zum Glück werden wir auch nicht nass, da der Weg in einer breiten Schneise durch den Wald führt. Als wir aus dem Wald herauskommen, haben wir ein herrliches Panorama. An den Seiten der Schneewände sehen wir noch die Spuren der Schneefräse. Der Weg wird flacher und führt uns bald zur Fürstalm, welche ganzjährig geöffnet ist und keinen Ruhetag hat. Bei herrlichstem Sonnenschein machen wir es uns natürlich im Biergarten hinter der Alm gemütlich. Die Terrasse ist nicht geräumt und wir machen es uns wie die anderen Wanderer auf unseren Schlitten gemütlich und genießen bei einem kühlen Bier die Aussicht und beobachten die Skifahrer am angrenzenden Skigebiet. Als wir nach oben blicken, sehen wir ein Halo, der sich um die Sonne gebildet hat. Nach einer herrlichen halben Stunde auf der Terrasse und einer Mahlzeit im Inneren der Hütte machen wir uns mit den Schlitten auf den Rückweg zum Spitzingsattelparkplatz, von wo aus die Tour losgegangen ist.